Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Zwergenfreunde, zu Empire. So, nachdem ich in der letzten Folge ein bisschen mit dem Profil noch rumgespielt habe, wollen wir jetzt ohne Umschweife in den nächsten Akt gehen. Also ins nächste in den nächsten Akt, Akt 5. Der Richter der Riesentöter. Der souveräne Herrscher von Adania hat von deiner erfolgreichen Eroberung erfahren. Als Reaktion auf seinen Ruf zu den Waffen hat David Bannister, der Provinzkönig von Lormidia, seine Garnison ausgehoben und marschiert auf Bedivere zu. Also ja, wir scheinen Probleme zu kriegen. Gut, starten wir einfach mal und gucken, was passiert. Wieder mal auf keine Leitern stellen. Und dann geht's los. Ja, ich hätte aber lieber gerne eine andere Farbe. Lila sieht komisch aus. Oder rosa. Ich hätte einfach gerne... Ja, grau ist gut. Spiel starten. You have taken up camp in an overgrown forest ruin, a short distance west of Bedivere. The plan was to intercept and slaughter the Ardanian forces you knew were coming. But recent news have put a damper on your advisor's spirit. Apparently, the incoming troops are spearheaded by none other than the Lormidian province king himself, King Thyvid Bannister, a monster of a man. If you claim to be worthy of having a royal crown balancing between your horns, now is the time to prove it. Okay. Das heißt, jetzt wird's lustig. Oh, crap, crap, crap! This is even worse than I imagined. We're all gonna die, Demon! What are you babbling about? This is really great, Demon. Now what are we supposed to do? We're in some pretty crap now, Demon. You must find me a hiding place. Coward. I'm not hiding anywhere. I want a rock! You want what now? I want a rock! I want two rocks! We're not going to hide! Stop whining, or I'll rip your tongue out! I thought that Castle Twilight wasn't ready to deal with a problem of this magnitude, but maybe they are. Our scouts report that the Sovereign's forces are led by the King of Lormidia himself. So? Who gives a turkey? King Thyvid Bannister. He is monstrous. A killer of giants, a swordmaster that will cut you in three with one swift flash of the blade. We're bugs to be squashed, Demon! Quiet, you. I'll slaughter that king man. No problem. Just make me a plan. You want to go out in a blaze of glory, do you? All right, I can't stop you. The Lormidian forces are closing in on Bedivere from multiple directions. If the capital falls, all is lost. Your only chance is to intercept the enemies while they are scattered through the forest of the Leafy Deep. Should too many of them reach Bedivere, our capital will fall and I might as well give in to my suicidal tendencies. Oh, the enemy is closing in real fast, so you'd better be quick about constructing the dungeon, collecting materials, and readying your forces. Okay. Oh. Das ist schon mal nicht gut, dass der Dungeon so zerteilt ist mal wieder. Gucken wir erstmal, was der Raum uns hier bringen soll. Wenn wir den mal freigraben. Währenddessen können wir hier daneben einen Hort aufschlagen. Und ich schätze mal hier so gegenüber eine Küche. Und noch ein Imp. Was kein Arbeiter verfügbar. Jetzt müsste einer verfügbar sein. So, wir brauchen Pilze. Dann brauche ich natürlich meinen Speer. Und ich brauche Truppen. Ja, yeah, ein Spiel auf Zeit. Hm? Könnte schon mal interessant werden. So, hier ist nichts.
Hier sind meine Lagerstätten, die ich beschützen sollte. Hier oben patrouillieren Helden für den Schredder rum. Ein Haufen Hochelfen übrigens. Ja. Welches Level haben die beiden Knalltüten? Auch keins, was der Rede wert ist. So. Was stelle ich jetzt mit euch als erstes an? Als erstmal brauche ich natürlich schnelle Auffassungsgabe, dass meine teuren Einheiten billiger werden. Und dann sollte ich sie gleich mal losschicken. Erstmal in die Küche was essen. Dann brauchen wir Materialien. Dann brauchen wir Schätze und noch einen Trupp und so weiter. Stufe 3 Kleriker. Die hier sind alle Stufe 2. So, dann gleich mal losschicken, Materialien besorgen. Natürlich haben wir keine geeignete Materialmission in der Nähe, also muss die dahin herhalten. Also ich habe ein bisschen Zeit, um mich kampfbereit zu machen. Und da muss ich wohl... Hier sind überall Lager mit Truppen außerhalb. Okay. Kleriker, Kleriker Bogenschütze. Ist nett, dass ich das alles sehen kann. Kleriker Bogenschütze. Ach, und die DC-Punkt für Pilze. Also kann ich gleich mal meinen Übungsraum dann bauen. Ah, die Mission fängt schon mal interessant an. Ich könnte mich hier... One of our scouts has spotted yet another abandoned wagon in the wilds, but he warns us about this one. Says it looks suspiciously like the perfect spot for another ambush. Maybe you should send some real muscle this time. Starke Truppen, um eine Waffenkarawane zu überfallen. Okay, wir haben leider noch keine starken Truppen, wir haben nur die Jungs hier. Was will ich da oben eigentlich dann hinsetzen? Wahrscheinlich irgendwas. Ich glaube, ich hole mir auch gleich schon mal Gold aus der Gegend. Dann kann ich einfach hier hinlatschen. Das ist gleich nebenan. Dass ich gleich den zweiten Trupp dann aufmachen kann. Eine Hochelfin. Eine tote Hochelfin. So, das dürfte uns Gold einbringen. Da muss ich überlegen. Überfallerfolg. Da oben wollte ich nicht die Trainingshalle. Die Trainingshalle sollte lieber hier unten irgendwo hinkommen. Kann ich hier rumgraben? Ja, könnte ich theoretisch. Ist nämlich ziemlich egal, wo die Gegner hinwuseln. Die können hier nämlich in mehrere Richtungen wuseln. So. Bauvorhaben, Trainingshalle, Übungsraum. Mist, jetzt habe ich nicht mehr genug für den Extraktor. Macht nichts, ich habe Pilze. Die muss ich nur umwandeln. Dann habe ich genug für den. Genau, Extraktor. Und der passt genau hier hin. Sehr schön. Gut. Ein Punkt für Räume. Dann werde ich auf die beiden die Extraktormarkierung setzen, weil ich brauche jetzt dringend 4 Punkte als nächstes für Priester.
So, gleich macht's rum. Und der Extraktor steht sehr gut. So, hier geht schnell mal trainieren. Ball portet sich hierher. Übrigens, die Farbe ändern hat geklappt in der Kampagne. Ball ist jetzt blau. Sehr schön. So, ihr trainiert euch mal kurz hoch. Da müsste ich eigentlich fast schon die hier oben mal überfallen. Hier ist übrigens was, was man einsammeln könnte. So, die sicherheitshalber nochmal markieren. Und dann starten sie ja mit Blitzen. Achso, ihr seid die Kettensägenzwerge. So. Kümmern wir uns auch gleich um die da. Den gibt allen Extraktormarkierungen sowie denen. Oh, sehr schön. Einmal den Priester bitte. Dann machen wir auch gleich mal den zweiten Trupp auf. Und stecken die Jungs in die Trupps. Ja. Noch ein Priester. Heroes are entering your dungeon. Oh, Helden im Dungeon. Vorsicht, dass die nicht meine Priester töten. So. Ihr trainiert euren Oh, halt. Machen wir das folgendermaßen. Recke hier. Die kann ich nicht ausbilden, weil ich für die 15 Materialien brauche. Ah. Neue Materialquest. So. Hier grabe ich mich mal auch weiter bis dahin, damit ich das hier alles mir sozusagen in Besitz nehmen kann. Oh, sind sie schon angekommen? Hey, Deathslayer, I know that you are busy and such, but a pretty neat offer has been presented to me. You see, Ariel felt kind of lonely and has made contact with a group of succubi hiding out in the area. Their leader was so enthralled by Ariel's description of you that she has offered to help us on the condition that, well, she wants a romantic candlelight dinner with you. If you're up for it, you should have your minions collect some flowers here in our dungeon. Then maybe capture an especially juicy hero and a fair maiden from some village. I'll have the cook make a stew of hero roast and virgin heart. Romantisches Abendessen. Durchsuche deinen Dungeon nach einer Giftblume. Ach, alles kein Problem. Eat, sleep, slaughter. Ich brauche jetzt erst einmal Recken. Damit ich meine beiden Squads auffüllen kann, die hochtrainieren kann und hier alles überfallen kann. Oh, und 11 Minuten sind schon rum von der Zeit, die wir haben. Okay, wir haben für die Recken. Und wir hätten für eine zweite Küche, die ich hier nicht platzieren kann. Dafür könnte ich sie hier platzieren. Ja, wahrscheinlich eher so.
Aber das muss noch nicht sein. Erstmal die Recken hier reinpacken.